Okay. Also das Thema Digital Readiness von Worten zu Taten, das ist eben auch hier der Inhalt meines Vortrages. Und wenn ich die Ausschreibung vom Kollegen Binninger anschaue, da ist dann dort gestanden, als Frage formuliert, lassen sich die Herausforderungen von morgen mit dem Denken von heute lösen? Da habe ich mir gedacht, das ist schon ein deftiger Satz, den er da wieder hinschreibt. Was heißt denn das? Und da haben wir eben angefangen zu denken. Und wie du auch vorhin schon erzählt hast, ich war ja auch vor ein paar Jahren schon mal hier. Das Traurige ist, dass sich eigentlich relativ wenig geändert hat. Das ist eigentlich, wenn man so den Handel anblickt, eigentlich ein Armutszeugnis. Leider. Also wovon sprechen wir? Wir sprechen einmal von Digitalisierung und Vernetzung. Wir sprechen von Megatrends, die auf uns einwirken. Wir sprechen von Artificial Intelligence, das uns Google, Facebook, Apple, Amazon tagtäglich vormachen. Und wer sich das neue Apple iPhone Nummer 10 angesehen hat und nicht nur auf die Optik guckt, der wird erkennen, dass das von der Software her eigentlich die Neuerung ist. Das heißt, das iPhone wird das Einfallstor in die Augmented Reality sein. Und es werden über dieses iPhone in Zukunft echte Welten und virtuelle Welten miteinander verschmelzen können. Was am Anfang jetzt vielleicht noch ein bisschen unter dem Schlagwort Gaming vielleicht nicht so ganz ernst genommen wird, wird aber auch in der Konsumentenpsychologie und im Verhalten der Kunden und auch in der Art und Weise, wie wir in Zukunft Produkte verkaufen, sehr, sehr, sehr viel ändern. Ja, und da bin ich eben auch schon bei dem Punkt, all das, was um uns herum so passiert, verändert eben das Erleben und Verhalten der Konsumenten. Und das sind wir. Und für uns alle hier, die irgendwie beruflich damit etwas zu tun haben, eben aktuelle Herausforderungen für uns als Anbieter. Und die Frage ist, ja, wie ändern sich bei unseren Kunden und bei unseren Konsumenten die Denk- und Verhaltensmuster und eben auch die Einstellungen und wie sieht die Lösung aus, was können wir tun und wie marschieren wir da in Zukunft, um erfolgreich Business auch im Handel nach wie vor machen zu können. Das große Problem ist, wie immer, wie vor 4 Jahren, ich traue mich das gar nicht mehr so sagen, es ist immer ein fortwährender Wandel, in dem wir uns immer wieder befinden. Es ist auch, was ich vor 4 Jahren schon erzählt habe, eigentlich eine Revolution. Es ist eine Evolution, nur so richtig mit sich entwickeln, scheinen sich nur wenige im Handel. Vorhin haben wir ein sehr schönes Beispiel gehört. Es gibt natürlich auch viele Vorzeigeobjekte, aber wenn man dann mal so in die Niederungen des Handels hineinblickt und schaut, mit was beschäftigen sich die Leute, die im Handel tätig sind, welche Probleme haben die, da stelle ich eigentlich sehr, sehr wenig von Evolution fest. Da ist auch bei vielen, wenn man auch so auf Veranstaltungen geht, und viele von Ihnen waren ja sicher auch auf anderen Veranstaltungen, dann gleichen die meines Erachtens immer einem Trauerspiel. Ja, der Anfang ist immer so, der Aufbau, die Dramaturgie in diesen Vorträgen der letzten 1,5, 2 Jahren waren auch immer die gleichen. Man hat den Leuten gezeigt, hey, das ist möglich und bam und zing und bumm und wow. Und die sind immer kleiner geworden, haben immer mehr den Kopf eingezogen und so gegen Nachmittag sind sie dann mit gesenktem Haupt hinausmarschiert. Das Ganze war so keine freudige Aufmachstimmung, los, jetzt packen wir es, sondern schaut mal an, was da alles passiert und schaffen wir das und Amazon, ich habe es immer schon gesagt, Amazon killt uns und um Gottes Willen und was das alles kostet und dann gehen sie leider hinaus und so habe ich es die letzten 1,5 Jahre erlebt, eigentlich wenig motiviert, wenig die Ärmel hochkrempeln und sagen, okay, das packen wir. Und das ist eigentlich schade. Und ich glaube, die Herausforderung, die heute besteht, ist einfach, dass wir uns alle, und damit natürlich dann auch den Handel, wir müssen uns einfach neu erfinden, reimagine. Und wir müssen das schnell machen. Und wir müssen das verdammt schnell machen, weil es immer schneller geht. Aber wie gesagt, das haben alle schon vor ein paar Jahren erzählt. Aber schauen Sie mal rein, was wirklich passiert ist. Bei vielen ist recht wenig passiert. Und ich glaube da, wenn ich dem Tom Peters folgen darf, es wird in Zukunft einfach nur 2 Typen geben, von Managern und von Anbietern, die Schnellen und die Toten. Und das hat der vor 15 Jahren erzählt, aber genau das ist das, was heute eingetreten ist, die Schnellen und die Toten.
Die Digitalisierung, das ist ja nichts Neues. Das ist ja uralt. Ja, das ist, wenn Sie von der Lochkarte weggehen, es ist nichts Neues. Das Einzige, was neu ist, ist die Taktung. Es ist die Geschwindigkeit. Und die Geschwindigkeit macht uns Anbietern oder Marketingmenschen eben extrem große Probleme, weil wir da nicht mehr Schritt halten können, weil immer wieder neue Techniken kommen, weil immer wieder neue Dinge auf uns zukommen. Und das große Problem bei dieser Digitalisierung oder der Digital Transformation ist, dass die Firmen, und das hat sich bei unserem Projekt auch gezeigt, dass man natürlich immer speziell eben auf Vorträgen oder auf Kongressen dann diese Vorzeigeobjekte zeigt, was ja wichtig ist, um Leitsterne zu zeigen, dass es eben auch geht. Aber das große Problem ist, speziell, und da meine ich jetzt wirklich den Handel, und ich hoffe da auch niemandem zu nahe zu treten, das große Problem ist, dass der Handel in vielen Fällen ja noch gar nicht da angekommen ist, wo man sagt, da müsstet ihr eigentlich schon sein. Und man ist technisch schon wieder 3, 4, 5 Schritte weiter und die sind noch nicht mal angekommen. Also wenn Sie sich Studien anschauen oder Statistiken anschauen, wie viele vom stationären Einzelhandel, ich glaube, ich habe noch so eine Statistik sogar dabei, jeder Dritte besitzt nicht mal eine Webseite. Besitzt nicht mal eine Webseite. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da rede ich noch gar nicht von einem Online-Shop oder irgendetwas anderem. Ich rede von einer billigen Webseite. Also die Geschwindigkeit, das ist das, was uns, damit wir ins Tun kommen, eigentlich auch ausbremst und was alle in so eine Schockstarre meines Erachtens versetzt. Und das Problem ist, es geht eben enem enem weg und weg. Ja, viele wird es halt in ein paar Jahren nicht mehr geben und viele haben eben heute auch schon aufgehört. Auch diejenigen, die versucht haben, mit E-Commerce-Shops ins Feld zu ziehen, denen ist es eben auch nicht gelungen, weil sie eben einseitig nur in einen Bereich investiert haben und geglaubt haben, nur mit einem Tool die Probleme der Zukunft lösen zu können. Und jeder glaubt, ihn erwischt es nicht. Und jeder sagt, ja, bei uns ist das ganz anders. Und unsere Kunden sind ja ganz anders. Und das braucht es ja noch nicht. So wird heute immer noch geredet. Und es lief doch alles so gut. Ja, irgendwann ist aber trotzdem Schicht im Schacht. Und irgendwann wundert man sich, dass die Dinge alle nicht mehr so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Und man wundert sich, man weiß nicht, was soll man jetzt eigentlich tun. Allenfalls entsteht operative Hektik, aber Lösungen, die ersten Schritte, um wirklich was zu bewegen, werden nicht gemacht. Und das finde ich eigentlich das Schwierigste an dem Problem. Ich glaube, dass es in den Köpfen passieren muss. Es ist alles kein technisches Problem. Ein Problem ist, dass die Führungsriege und die Mitarbeiter diesen Weg mitmarschieren. Ihre Kunden sind schon längst diesen Weg gegangen. Und die sind längst schon viele, viele Schritte weiter. Und ich weiß, viele werden sagen, jetzt erzählt er immer wieder das Gleiche. Ja, leider. Ja, ich wäre auch froh, wenn ich jetzt nach ein paar Jahren sagen könnte, Mensch, das ist alles funktioniert und es hat sich alles in die richtige Richtung entwickelt, tut's aber nicht. Und wenn ich Ihnen sage, wenn wir für Firmen Online-Shops aufbauen, im Business-to-Business-Bereich oder im Business-to-Consumer-Bereich, Sie glauben gar nicht, was da für Fragen gestellt werden. Und das zeigt mir einfach, dass eben viele noch nicht bei der einfachsten Struktur angekommen sind und eben immer nur überlegen, wie kann ich diesem Chaos entkommen, aber eigentlich kein richtiges Businessmodell entwickeln und sich auch wirklich nicht die Gedanken machen, wo stehe ich denn eigentlich, wie ist es eigentlich mit meiner Digital Readiness? Und am Ende steht dann sowas und das muss aber unseres Erachtens nicht sein. Und ja, man sollte sich eben aufmachen, sich zu überlegen, was können wir tun? Man sollte die Ärmel hochkrempeln und man sollte in diese Welt eben einsteigen. Aber wie gesagt, traurig, nach 4 Jahren bla bla. Ich möchte Sie auch wachrütteln, nach 4 Jahren bla bla, ich sage extra bewusst abwertend bla bla, 63% der Mittelständler
haben keine Digitalisierungsstrategie. 63%. Und jetzt bei den Wahlen, mit den Wahlprogrammen hören wir immer, wie wichtig Digitalisierung ist. Auch Mutti erzählt uns ständig, wie wichtig das alles ist. Und wir wissen das auch alle, dass Digitalisierung wichtig ist. Aber irgendwie kommt am Ende ein großes Fragezeichen. Man weiß eigentlich gar nicht, was meint denn das ganze Digitalisieren jetzt überhaupt für uns? Was bedeutet das jetzt für uns? Und ich rede jetzt nicht von Adidas, die dann auf der ISPO aufblühen und in irgendwelchen riesengroßen Jobs irgendwas zeigen, sondern ich rede vielleicht von dem Sport Huber in Truchtlaching, in Gräfelfing, in Starnberg. Und das sind die, die mit gesenktem Haupt nach Hause gehen. Und das sind die, die dann auch in Schockstarre vor der Schlange Amazon sitzen und sagen, die nehmen uns eh alles weg. Und 77%, erst aktuell bei Bitkom gelesen, 77% der Händler sehen sich selbst als Nachzügler. Ja Mensch, sie sehen sich selbst als Nachzügler. Es langt doch nicht, wenn ich sage, ja, ich bin ein Nachzügler und bald sperre ich zu. Das ist doch der Wahnsinn. Jetzt muss doch der nächste Schritt kommen. Und wo ist der nächste Schritt? Und nach 4 Jahren Blabla, 11% der Händler, nochmal, 11% der Händler haben noch nicht mal eine Homepage. Nach 4 Jahren, das ist die Zeit, wo jetzt über das Ganze diskutiert wird, wo Bücher geschrieben werden, wo Kongresse veranstaltet werden, Seminare, haben 11% der Händler noch keine Homepage. Das ist ungefähr so, wenn ich sage, ich wollte schon immer Skifahren lernen und kaufe mir aber keinen Ski. Braucht es ja nicht, aber ich wollte schon immer einen Ski haben. Und ich weiß auch, dass ich ja Hinterherzügler bin beim Skifahren, weil ich fahre ja noch nicht Ski. Und der rein stationäre Handel, das ist das, was ich vorhin gerade gesagt habe. Jeder Dritte hat keine Homepage. Also da stehe ich eigentlich dann auch nur da und was soll man dann so jemandem dann eigentlich auch antworten? Also ich denke auch, dass diese Branche in vielen Fällen auch extrem träge ist. Und ich weiß auch nicht, ich verstehe es nicht. Ich habe mit vielen Händlern gesprochen, ich habe mit vielen Händlern diskutiert. Wir waren mit vielen Händlern in der Beratung. Ich glaube, viele sind einfach beratungsresistent. Ja? Oder auch in Standardverzeichnissen wie Google, Google Maps, gelbeseiten.de, wer liefert was, ist rund jeder Vierte, das sind 28% circa, noch nicht eingetragen. Die kennen das noch nicht einmal. Und wir reden vom Targeting und Artificial Intelligence. Und wir setzen Cookies. Und wir machen Retargeting. Und die wissen noch nicht mal oder machen noch nicht mal einen Eintrag in Google Maps oder was auch immer. Das heißt, nach 4 Jahren Blabla, auch der Auftritt in den sozialen Netzwerken, Zuspielen, Gewinnen über Social Media, Leute über Social Media in den eigenen Shop, in den eigenen Laden zu ziehen, online, offline, crossmedial miteinander zu verbinden. Nur 3 von 10 Händlern haben das überhaupt mal angelangt. Das ist ja Teufelswerk. Und die Wichtigkeit von Suchmaschinen und alternativen Suchmaschinen haben die auch noch nicht verstanden, die meisten. Jetzt langsam sickert durch, Google ist wichtig. Aber Google ist nur eine Suchmaschine, eine. Und eine, die nicht mal ganz so toll ist. Und wir haben in Deutschland ungefähr 100.000 alternative Suchsysteme für unterschiedlichste Produkte. Aber nein, was machen sie? Diejenigen, die spielen und spielen wollen, jetzt müssen wir auch mal AdWords schalten. Und die Klickpreise fliegen ihnen so um die Ohren. Aber ein alternatives Suchsystem zu suchen, das vielleicht günstiger ist, auch das wird nicht gemacht. Also da stellt sich mir schon die Frage, die Haare kann sich bei mir niemand nicht mehr aufstellen, die sind weg. Und SEO ist eben auch ein Fremdwort für die meisten. Und Sie sehen, es kommt da einfach viel zusammen. Ja, wir haben ein Zusammentreffen von den Megatrends, aber auch Megatrends. Ich zeige Ihnen nachher ein paar. Die muss ich halt auf dem Radarschirm haben, wenn ich ein Geschäftsmann bin. Und ein Megatrend ist ja nicht so, dass der über Nacht auf einmal vor meiner Türe steht und dann anklopft, sondern ein Megatrend entwickelt sich ja. Es dauert ja. Und dann haben wir die neuen Technologien. Aber auch hier scheuen sich viele davon,
in neue Technologien einzusteigen. Sie glauben gar nicht, was das für ein Fiasko ist, wenn bestimmte Händler sich dann doch dazu entscheiden, was meines Erachtens auch nicht immer die beste Lösung ist, jetzt auch in den E-Commerce einzusteigen. Aber sie wissen gar nicht, was sie sich da antun mit diesem E-Commerce. Sie brauchen die Menschen dazu, sie brauchen das Bedienungspersonal dazu, sie brauchen Kategorien, sie brauchen ein Kategoriensystem, sie brauchen Attribute und sie brauchen zu guter Letzt ein Warenwirtschaftssystem, was für viele auch noch ein Fremdwort ist. Und ich rede jetzt gar nicht von SAP und ich rede nicht von Navision, sondern da rede ich von selbst zusammengestiefelten, die hat unser Programmierer hat das gemacht. Der macht dann auch die Schnittstelle zu dem Shopware-Shop. Ein Mann. Ein Mann. Und ein Mann ist krank. Ein Mann macht Urlaub. Ein Programmierer. Dick, pickelig, keine Freundin. Ein Mann. Er schreibt den Quellcode auch nirgends hin. Ein Mann. Und endlich findet ein Mann endlich eine Frau. Und dann ist er weg. Und mit ihnen der Quellcode und nichts wurde dokumentiert. Ja, aber der ist jetzt nicht mehr da und jetzt wissen wir gar nicht mehr, wir haben jetzt gar keinen Zugriff mehr auf das. Okay, da könnt ihr stundenlang witzige Geschichten erzählen, die klingen vielleicht witzig, die kann man hier so ein bisschen lässig locker rausfeuern im Gespräch, im Vortrag. Aber sie glauben nicht, wie stark, was das den Leuten dann die Existenz bedroht und wie stark man dann weinen kann, wenn man auf bestimmte Dinge einfach keinen Zugriff mehr hat. Also das ist nicht spaßig, auch wenn es jetzt hier vielleicht ein bisschen spaßig klingt, um sie ein bisschen zu unterhalten. Ja, und dann eben die Bedürfnisse der Kunden. Auch da ist noch ganz viel dunkel. Wir wissen gar nicht, was wollen die Kunden eigentlich und wie wollen wir es. Wir haben vorhin sehr schön gehört, bei unserem Vorredner, meinem Vorredner, wie wichtig eben diese Insights sind. Insights, ich als Werbepsychologe, für mich ist das die Bedarfsgruppe. Und der Ablauf, dass irgendjemand etwas kauft, geht ja immer so. Sie haben bestimmte Motive und irgendwie haben Sie eine Motivschieflage. Irgendwas läuft nicht mehr so richtig, wie Sie wollen. Das Windelbeispiel war toll von den älteren Herrschaften, die dann auch Windeln brauchen, so wie wir alle. Ja? Das ist dann die Motivschieflage. Wenn ich älter bin und ich mache, vielleicht geht ein bisschen was mit. Also brauche ich eine Windel. Ich auch. Nehme ich da gar nicht aus. Nicht jetzt, aber in ein paar Jahren wahrscheinlich. Das ist ganz normal. Also besteht eine Motivschieflage und sagt, Mensch, was kann ich denn da tun? Ich muss ja irgendwas machen. Ich kann nicht bei jedem Witz und bei jedem Ding mir da in die Hose reinpinkeln. Das geht doch gar nicht. Also habe ich die Motivation zu suchen, nach Abhilfe zu schaffen. Und ich gehe mit bestimmten Keywörtern auf die Reise. Ich gehe auf die Reise der Customer Journey und suche mir halt dann Abhilfe. Ich suche eine Lösung. Und die beste Lösung, die dann da angeboten wird, die hole ich mir dann. Und das kriegen wir eben raus, so wie mein Vorredner gesagt hat, über Motivforschung. Auch das wird eben leider, wenn ich mir dann meine Shop-Kunden so anschaue, gar nicht gemacht. Weil die Antwort ist immer, ja, wir wissen ja, wir kennen ja unseren Kunden. Wieso kennen wir unseren Kunden? Wenn ich der 34-jährige Produktmanager bin, dann kann ich nicht mitreden mit einem 86-Jährigen, der beim Lachen mal ein bisschen was mit abgibt. Wie soll ich mich da hineinversetzen? Und deswegen ist dieser Bereich so wichtig, um dann eben auch die Shops so aufzubauen, dass sie SEO-mäßig ranken. Aber auch das ist ein Buch mit 7 Siegeln für viele, obwohl es total einfach ist. Es ist auch keine Rocket Science. Aber man beschäftigt sich nicht damit. Man sagt, jetzt machen wir erst einmal den Shop. Und dann wird die ganze Kohle zusammengekratzt. 20, 30, 40.000 Euro für die Grundversion eines Shops. Ja, das passt dann schon. Und jetzt mit dem Shop klappt schon alles. Und dann kommt der Typ vom Warenwirtschaftssystem. Navision und sagt, jetzt brauchen wir ein Warenwirtschaftssystem, Schnittstelle brauchen wir auch noch und das kostet dann ungefähr 2-mal so viel wie der Shop bis jetzt. Also sind wir schon auf einer ganz schönen Summe. Und dann werkeln sie und werkeln sie und werkeln sie und alle bauen den Shop auf und dann steht er online und dann sagen alle, ja und jetzt? Wo bleiben die Kunden? Eigentlich sollte man vom Anfang so planen, dass wenn man da online den ersten Schritt macht, dass man zeitgleich schon mit der Online-Werbung startet. Weil da kann man dann ungefähr nochmal die gleiche Summe drauflegen. Und deswegen meine Rede vorhin, es muss nicht immer in der Digitalisierung für den Handel der E-Commerce oder der Online-Shop die Rettung sein.
Die Frage ist eben, wie man sein Geschäftsmodell dann eben aufbaut. Und das hängt eben sehr, sehr viel davon ab, auch für den Handel, von den Megatrends. Ja? Und wie gesagt, die Megatrends, das sind keine Dinge, die irgendwann mal kommen, sondern das marschiert langsam auf uns zu. Es sind Veränderungsprozesse, die langfristig, also die wir sehen, die ja kommen, unsere Lebenswelten komplett verändern. Und das Mega heißt, dass sie nicht wie andere Trends, Region- oder branchenspezifisch sind, sondern dass sie einfach wie eine Lawine, wie ein Tsunami alles mit sich reißen. Und das ist dann der Begriff Disruption. Also Megatrends sind Lawinen in Zeitlupe. Megatrends, ich mache es ganz schnell, weil ich ja hier keine Vorlesung halten will. Wir leben in einer Wissensgesellschaft. Wir leben in einer Wirtschaft, die kognitive und emotionale Verarbeitung von Informationen schon gewohnt ist und in der das erworbene Wissen als grundlegendes Kapital gilt, auch in der Vermarktung. Und schauen Sie mal, wie intelligent die Systeme sind von Amazon und wie intelligent die Systeme von Apple und von Google sind. Und die setzen halt die Messlatte ganz, ganz hoch. Und ich kann natürlich als Händler jammern, dass ich bei Amazon nicht hoch ranke. Aber wenn ich das gleiche Bild vom Hersteller wie 170.000 andere rauskopiere und das dann reintue, und wenn ich den Text 100.000 Mal den gleichen Text, den alle rauskopieren, dann da reintue, wieso soll ich denn bei Amazon da oben hoch ranken? Und jetzt sagen alle, und wie kommen wir jetzt in die Alexa rein, dass die mich dann vorliest? Also muss ich mich mit solchen Dingen eben auch beschäftigen. Konnektivität, Neoökologie, Bioboom, merke ich, sage ich jetzt nicht, Megatrend, Neoökologie, Globalisierung, naja, die gibt es ja nicht, hat der Trump gesagt, also Entschuldigung, muss ich löschen. Individualisierung, wir wollen es immer individueller haben, in allen Bereichen. Also müssen wir ja auch in der Betreuung, im Handel, in den Shops, diese Individualisierung ja wirklich realisieren. Gesundheit. Wir wollen alle gesund bleiben. Gesundheit ist nicht mehr das Gegenteil von Krankheit, sondern das Bewusstsein, diese Balance einzuläuten in unserer individuellen Lebensenergie, die wir haben. Und die Medizin verwandelt sich eben auch vom spezialisierten Austausch- und Reparaturbetrieb in eine andere Welt. Ein riesengroßer Markt auch für die Händler, und das meine ich mit Geschäftsmodellen. Ich muss nicht unbedingt immer digitalisieren, mein Modell, aber ich muss mir doch überlegen, was tut sich denn da? Und gerade wenn ich den Trend nehme, Gesundheit, ich muss halt meine Ohren aufspitzen. Wissen Sie, was der nächste richtige Hype wird? Der richtige Hype! Und wenn Sie ein bisschen Lust und Zeit und Geld haben, dann investieren Sie in diesen Hype. Das wage ich zu wetten, dass das der nächste Hype wird. Vaporizer. Wissen Sie, was ein Vaporizer ist? Also ein Vaporizer, diejenigen, die Raucher sind, die kennen sowas Ähnliches schon. Das sind die E-Zigaretten. Ja? Also sie sagen, ich will nicht mehr Nikotin, dann will ich schon noch, aber ich will nicht mehr nur rauchen und verbrennen und dann meine Lunge vertrecken. Ich vertrecke sie ja eh mit dem Nikotin, aber ist es nicht besser, das Ganze über einen Vaporizer, einen Verdampfer zu machen? Dann haben Sie diese Liquids und die verdampfen Sie und diese E-Zigs rauchen Sie. Okay, das ist angekommen, das machen auch schon viele. Der Markt ist schon belegt. Und jetzt aber auf einmal Megatrend, Veränderungen in der Gesellschaft, Veränderungen in der Makroumwelt. Jetzt wird Cannabis auf einmal wieder entdeckt in der Gesundheitsbranche. Und man sagt, Mensch, eigentlich ist es für chronische Schmerzbehandlung, ist es doch viel besser, mit Cannabis zu behandeln oder alte Menschen mit Cannabis dosiert zu behandeln, als sie ständig mit Voltaren voll zu pumpen, das ihnen die Nieren wegfrisst. Also das ist schon mal angekommen. Ja, aber wir können doch jetzt nicht, stell dir nur mal vor, wir können doch jetzt eine chronische Kranke zu Kiffern machen. Das will ja keiner, chronische Kranke zu Kiffern machen. Und jetzt kommt der Vaporizer ins Spiel, weil dann nämlich der 72-Jährige sagt, oh, ich habe solche chronischen Schmerzen, ich bin austherapiert, nichts mehr geht. Und jetzt hat er gesagt, Cannabis. So, und was macht der dann jetzt? Jetzt wird es ihm verschrieben vom Arzt. Ist schon legal. Jetzt tippelt er zur Apotheke und sagt, hey Apotheker meines Vertrauens, ich brauche einen Pfund Cannabis. Dann kriegt er so ein Döschen. Jetzt weiß er aber nicht, was soll er damit machen. Soll er es rauchen? Ich kann doch jetzt nicht rauchen, ich weiß ja gar nicht, wie ich einen Joint drehe.
Der soll jetzt rauchen. Ja, das müssen Sie rauchen. Zweimal am Tag, dann brauchen Sie das Voltaren nicht mehr. Ja, aber wie dreht man einen Schund? Jetzt kann doch der 72-Jährige nicht irgendwo in einen Headshop gehen, wo die alle drin sitzen mit ihren Bombs und sagen, hey, zeigt mir mal, wie man so einen Joint dreht. Ich brauche das jetzt, ich krieg das jetzt über den Arzt verschrieben. Hey, schau mal an, der Alte, der kriegt es verschrieben. Geil. Ja, komm, wir zeigen dir das. Das ist ja weltfremd. Und der Apotheker weiß es nicht. Und die neueste Entwicklung ist jetzt über Vaporizer. Das heißt, das ist die Weiterentwicklung von diesen E-Zigs. Du hast ein Gerät, einen Vaporizer, machst hinten out, dann bröselst du das Marihuana rein, dann machst du wieder zu und dann drückst drauf und dann verdampft bei 400 Grad durch das Marihuana und das inhaliere ich. Das gibt es auch als Tischinhalationsgerät für diese Patienten, ist voll legal. Und deswegen sage ich Ihnen, ist dieser Vaporizer-Markt der nächste Renner. Und die Frage ist, wer ist die Zielgruppe? Ist die Zielgruppe der Apotheker? Oder ist die Zielgruppe der Endkunde? Und diejenigen, die das Zeug jetzt schon verkaufen an die Kiffer mit einem riesen Umsatzvolumen, das ist ein Riesenmarkt, die werden sich ja nicht, so wie sie sich jetzt da positioniert haben, können sich die jetzt nicht auf den Patienten zubewegen oder noch viel schlimmer auf eine Apotheke. Also wird ein ganz neues Feld wird entstehen. Und das meine ich einfach mit Megatrends beobachten und zu sagen, Mensch, wo geht die Reise hin? Was kann ich denn tun? Was kann ich denn alles anbieten? Und das, glaube ich, sollten wir in Zukunft einfach lernen. Ich will jetzt da nicht auf jedem Ding rumreiten, aber man sollte sich schauen, was auf uns dazukommt. Wir wissen es ja. Und dann eben vom Geschäftsmodell, und das war auch Grundlage für unser Readiness-Modell, sich dann überlegen, Mensch, was heißt denn Mobilität für mich? Was heißt Sicherheit für mich und für das, was ich anbiete? Was heißt Silver Society für mich und das, was ich in Zukunft anbiete? Und so weiter und so fort. Also diese ganzen Megatrends, die wir ablesen können, die ja schon da sind, verändern eben das Erleben und Verhalten von uns Menschen. Und denken Sie an das Beispiel Vaporizer. Sie werden in ein paar Jahren, in ein, zwei Jahren, werden Sie im Umfeld, ist das ganz normal. Und es wird auch bei den Patienten anerkannt, dass sie sagen, na ja gut, dann ziehe ich mir halt mal das Cannabis rein, das ist besser als Voltaren. Und dann wird die Gesellschaft das eben auch akzeptieren oder akzeptieren müssen. Ob die Pharmaindustrie das natürlich akzeptiert, weil das gerade natürlich extrem günstig ist, wenn man es legal anbaut gegenüber irgendwelchen chemischen Keulen. Also Auswirkungen auf unser Business. Und das war so die Überlegung, dass wir gesagt haben, wenn wir so ein Digital Readiness Modell entwickeln, dann müssen wir uns doch überlegen, wo fangen wir da eigentlich an? Und wenn Sie sich die Studien anschauen, wo die Leute oder welche Megatrends für die Menschen interessant sind, dann steht da oben eben das, was ich vorhin schon gesagt habe, Wissensgesellschaft etc. Aber die Präsentation kriegen Sie eh, ich will lieber die Zeit sparen. Ich habe Ihnen also ein paar Charts rein, wohin die Reise geht bei diesen Megatrends. Und wie gesagt, möchte da jetzt auch keine Vorlesung machen und die, die ganz hinten sitzen, werden das eh nicht lesen können. Also wichtig, mein Tipp. Beschäftigen Sie sich auch im Handel mit den Megatrends und stellen Sie sich darauf ein und sagen, was können wir denn als Lösung bestimmten Zielgruppen, Bedarfsgruppen in Zukunft anbieten. Und auch das ist etwas, wo viele einfach die Tools nicht nutzen, weil sie es nicht kennen. Ein uralt Tool ist doch Google. Und ich kann doch, und weil es vorhin auch angesprochen wurde, okay, die haben noch nicht mal eine Webseite. Aber wer eine Webseite hat und wer die Webmaster-Tools, die kostenlosen, nicht drauf hat, wer nicht mit Google Analytics umgehen kann, der nicht weiß, wie viele Leute kommen denn auf meinen Shop, wie bewegen sie sich denn auf meiner Webseite, wie hoch ist die Bounce-Rate, wo gehen sie wieder runter, welche Seiten haben sie noch nie angeguckt, dann kommen die Bewahrer, die Seiten, die lassen es oben, nein, die müssen raus, sie müssen mit dem Stahlbesen da durchkehren und sagen, da war noch nie einer, ja, aber das hat ja Geld gekostet und vielleicht kommt da mal einer, nein. Die letzten 4 Jahre war da noch nie einer, da wird auch keiner kommen. Also raus, weil Google auch nur ein bestimmtes Indexierungskontingent vergibt. Also, kein Zweifel, das Ganze, was ich bis jetzt erzählt habe, das sind alles bewegte Zeiten, in denen wir uns befinden, immer noch. Und ich prophezeie Ihnen, es wird noch immer schneller gehen. Immer schneller wird es. Und wir Menschen und auch speziell im Handel, wir sehnen uns alle nach Sicherheit. Nur diese Sicherheit gibt es halt einfach nicht mehr. Und wir wollen keine Veränderungen. Und ich glaube, wir alle, da nehme ich mich auch nicht aus, wir haben immer Angst vorm Unbekannten.
Und das große Problem, das war ja auch der Titel irgendwie von der Veranstaltung hier, wir fallen aber immer alle in alte Denkmuster zurück. Und deswegen wollen wir bewahren, bewahren, bewahren. Wir wollen nichts kaputt machen, nichts Neues. Wir wollen das, was wir haben, ha, das haben wir schon. Das müssen wir bewahren. Deswegen bauen wir Schutzmauern auf und sagen, das, da darf keiner rein. Das muss so bleiben, wie das ist. Wir vertrauen auf das St. Florians-Prinzip. Verschonen mein Haus, zünden andere an. Es geht schon noch. Es passt schon noch. Und wir müssen nur besser werden. Das war dieses alte Six Sigma. Keizen. Nein, es ist auch vorbei. Nur besser zu werden, das reicht eben heute nicht mehr. Das heißt, wir klammern uns an Scheinsicherheiten, an bewährte Regeln und an bewährte Rezepte, die irgendwie nicht mehr so funktionieren, wie sie früher funktioniert haben. Und deswegen, glaube ich, tut sich der Handel auch so extrem schwer. Ja. Er macht diese Veränderung nicht mit. Wir haben dann vielen Kunden Online-Shops gebaut und dann ruft mich die Personalabteilung an und sagt, Herr Fischer, wen soll man jetzt da einstellen, wen braucht man da jetzt? Also mich, fragt die Personalabteilung, wen sie einstellen soll, wen sie brauchen, um so einen Shop zu betreiben. Und das ist schon, ja, da fehlen mir dann, wie ich vorhin gesagt habe, manchmal auch wirklich die Worte. Und irgendwann gab es keine Kavallerie mehr, keine Reiterei. Dann kam der Panzer und erschoss das Pferd. Zing. Und jetzt zerstört Information, Cyberattack, nicht nur den Panzer, sondern das komplette System. Das heißt, man muss eben bereit sein, das Alte aufzugeben und bei der digitalen Transformation und Digitalisierung, was ja unser Thema ist, geht es eben hauptsächlich darum, und das glaube ich, deswegen kommt es auch nicht in Schwung, alte Zöpfe abzuschneiden. Alte Zöpfe abschneiden. Und was wir brauchen, sind Menschen, die sich etwas trauen, die Kraft und Mut haben, etwas Neues zu probieren. Und die Firmen sind selber schuld. Nochmal, also ich bin heute so ein bisschen aggressiv, weil ich sehe es auch bei unseren Studenten. Da verglühen sie zig Studenten und Studentinnen als Praktikanten. Zig Studenten und Studentinnen als Werkstudenten. Aber dass sie mal jemanden aufnehmen, übernehmen, aufbauen. Nee, und der Werkstudent, Sie glauben gar nicht, hier an der Hochschule unsere Werkstudenten, an welchen Schlüsselpositionen die teilweise sitzen. Da sagen sie, das kann doch nicht sein, dass so eine Riesenfirma, wer macht das noch? Ja, das, ich. Für wenig Geld, ich für wenig Geld. Nur der ich für wenig Geld geht nach 2 Jahren, er geht mit dem Know-how raus und das Unternehmen sitzt wieder da und hat wieder niemanden, der das bedienen kann. Und das, glaube ich, ist eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung. Neues. Wir brauchen Neues. Aber uns fehlt eben oft die Fantasie und die Verrücktheit, auch bestimmte Dinge zu tun und in andere Welten einzutauchen. So wie mein Beispiel für die Vaporizer. Ich muss halt dann mal in die Kifferwelt eintauchen. Na und so what? Aber dafür kann ich dann in einem legalen Feld, in der Gesundheitsmedizin, im Umfeld von Apotheken und Patienten, eben das Cannabis verkaufen über einen Verdampfer, das unterm Strich viel, viel weniger kaputt macht als ein hartes chemisches Medikament, das dann auf meine Organe geht. Aber das Problem ist, niemand will sich eine blutige Nase holen, niemand will über den Tellerrand gucken und natürlich verbrenne ich mir die Finger, wenn ich da reinsteige in solche Systeme. Ich werde sie mir immer verbrennen, aber nur so komme ich eben weiter. Und wer sich traut, ja, wer sich traut, ist auch dann bei den Gewinnern dabei. Im Bett eines Fremden. Ich weiß noch ganz genau, wie das losgegangen ist, wie alle gesagt haben, das funktioniert doch nie, dass da irgendwelche Leute ihre Bude vermieten. Willst du, dass in deinem Wohnzimmer und deinem Schlafzimmer so ein Franzos drin liegt? Na, oder jetzt zum Oktoberfest. Stell dir vor, die ganzen Italiener, alle in deinem Schlafzimmer und in deinem Wohnzimmer, ja, die speien da ja alles voll. Das kann nie funktionieren. Hand hoch, wer ist schon mal hier im Raum mit Airbnb in Urlaub gefahren? Aha, also nicht nur die Jungen,
sondern auch die älteren Herrschaften. Und wenn ich habe es auch gemacht mit meinen Töchtern, und ich muss Ihnen sagen, oder ich muss euch sagen, es war ein ganz anderes Erlebnis als in einem Hotel. Nicht, dass jetzt das die große Konkurrenz zu Hotels ist, aber es ist ein anderes in den Urlaub fahren, und es hat funktioniert. Taxi-Driver, yeah! Nur in Berlin nicht. In Berlin stemmt man sich noch dagegen. Uber funktioniert auch. Jetzt will man sie rechtlich aufhalten. Aber das geht's nicht. Es geht einfach nur um die Idee, dass man einfach mal was probiert. Okay, dann klappt es, dann klappt es mal nicht. Wer will sich schon abhören lassen? Keiner lässt sich doch abhören. Gerade in der jetzigen Zeit. Wir sollten lieber alle ins Darknet abtauchen. Anonym. Hey, dann kaufen wir uns freiwillig die Siri und stellen uns freiwillig die Siri ins Wohnzimmer, und die Kinder quatschen mit der Siri und wir quatschen mit der Siri, und die Siri hört alles mit. Aber es ist scheißegal, ob sie die Siri haben oder ob sie die Alexa haben, das ist jetzt die Alexa. Es ist ganz egal, oder ob sie Google haben, das Alu von Google, oder wer den Gmail-Browser benutzt, das ist der meistgenutzte Browser und das meistgenutzte E-Mail-Programm, das hört schon seit 4 Jahren mit. Mithören heißt, es hört mit, was Sie erzählen. Auch wenn Sie es ausgeschalten haben, hören die Systeme mit, was Sie erzählen. Und die Amazon Alexa, die muss ja an sein. Und Google Home muss ja an sein, sonst kann es ja nicht über Artificial Intelligence Ihnen eine Antwort geben. Also hören die Geräte mit. Meint ihr, das ist von Scouty, oder? Das ist schön, ja. Ja, und da gibt es ja diesen Witz, den fand ich ganz toll, also die Alexa, die sagt dann, hey Siri, haben wir noch Bier im Kühlschrank? Und dann ist die Antwort, mir egal, frag doch deine neue Schlampe, die Alexa. Also die Alexa, die neue Schlampe, die wir bei Amazon noch kaufen. Versteht? Wir zahlen dafür, dass das Ding im Wohnzimmer steht und unseren ganzen Tag abhört. Ne, es ist natürlich cool, schon cool, aber ja, Datenschutz. Wer lässt sich schon von Kameras überwachen? Wer denn? Keiner. Dann schauen Sie sich mal die ganzen Sachen an. Gesichtserkennung. Die neue Apple-Software, die jetzt da ist, das ist reine Gesichtserkennung. Ja? Aber das ist alles, für uns ist das alles nichts. Aber schauen Sie sich, das habe ich Ihnen mitgebracht, diese Snapchat-Brille. Ein Social-Media-Kanal. Snapchat. Ich habe sie hier dabei. Habe ich meine Studenten jetzt ein Semester getestet. Und jetzt sagen alle, und das will ich Ihnen als Beispiel nennen, weil alle sagen, das ist doch alles Zerschmarrn. Wer braucht denn sowas? Snapchat. Snapchat ist eine Brille, so wie die Google-Brille früher. Snapchat hat gelernt und sagt, hey, die Leute wollen ja, stell dir vor, du gehst jetzt mit der Brille irgendwo hin, dann wollen die Leute ja wissen. Jetzt habe ich es nicht aufgeladen, wenn man da oben drauf drückt, dann fängt es da oben, den Punkt, den Sie da sehen, der fängt an zum Blinken. Das heißt, das Gegenüber sieht, Achtung, da nimmt einer auf. Ja? Also man respektiert das Gegenüber. Stellen Sie sich vor, Sie gehen in einen Swingerclub mit der Brille, dann blinkt es, dann wissen, oder eine Zauna, und dann sagen die, schau, der nimmt gerade auf, nimmt die Brille runter, und dann muss die Brille halt abnehmen. So, jetzt sagen Sie, was soll der Schmarrn? Das Ding überträgt live in meinen Snapchat-Kanal auf mein iPhone oder auf mein Android. Und alles, was ich jetzt durch die Brille sehe, wird automatisch ins Internet gepostet, live gepostet in meinen Kanal. Jetzt kann ich das aufnehmen, wenn ich die Filme haben will, und kann sie später wieder woanders einsetzen. Jetzt sagen Sie, ja, was soll der Schmarrn? Wer schaut sich jetzt den Schmarrn an? Dann haben wir uns überlegt, hier an der Hochschule mit den Studenten, ja, was können wir denn machen? Da mache ich so einen, das heißt Branchenfokus, Kommunikation und Werbung. Also das ist der beste Branchenfokus, nach dem von Michael natürlich, aber in die Richtung Werbung gehend ist das der beste, den wir hier an der Hochschule haben. Können Sie sich ja nachher mal informieren. Also, die Studenten haben sich die Aufgabe gestellt, sage ich, was können wir mit dem Ding Sinnvolles machen, außer jetzt einfach so zum Spaß filmen. Und da haben wir uns überlegt, Mensch, man könnte doch, alle haben Riesenprobleme mit dem Thema Recruiting. Meine Schwester hat eine Tierklinik und hat auch immer Probleme mit Tierarztgehilfinnen, weil da die Fluktuation sehr groß ist und die müssen recht lang arbeiten. Also wie rekrutiert man? Und jetzt haben wir uns überlegt, stellen Sie sich vor, so eine
Tierarzthelferin, 16, 17 Jahre, voll ihr Medium, setzt jetzt die Brille auf und sagt, so haben wir es dann gemacht. Hallo, hi, ich bin die bla 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 bla. Ich zeige euch heute mal, wie es in der Tierklinik XY, wie es da so abgeht, was ich alles machen muss. Und dann muss die sehr authentisch den ganzen Tag immer wieder die Brille, hallo, ich sperre jetzt gerade die Praxis auf, jetzt richte ich hier noch den Röntgenraum ein, jetzt seht ihr, ich gehe gerade rüber in den OP-Saal, den muss ich vorbereiten, wir haben heute eine Kastration von einem Hund. So, und dann macht sie das fertig und sagt, schau mal, das ist der Fifi, der wird heute kastriert, dem rasiere ich jetzt schön die Eier ab, weil hier natürlich gearbeitet wird, da kommt jetzt gleich die Ärztin und ich muss das alles vorbereiten. Ein paar Minuten wieder, hallo, schauen Sie, das ist die Frau Dr. so und so und gleich legen wir los und Sie werden sehen, das Kastrieren macht extrem viel Spaß und ist gar nicht so eine blutige Angelegenheit, wie man eigentlich denken möchte. So, die wird das nicht so erzählen, die sagt das halt in ihren Worten als 16-, 17-Jährige. Und das Ganze geht ständig live und dann nimmt man alle Filme auf und die Tierklinik postet das dann noch auf ihre Facebook-Seite. So haben wir das gemacht und dann haben wir das auch hinterher ausgewertet. Und da haben wir jetzt zwei, drei solchen, auch dieses Semester haben wir zwei, drei so Sachen laufen. Wie können wir oder bei Produktionsprozessen oder Bedienungsprozessen, wie können wir das einsetzen? Das Ding kostet, was meinen Sie, was das kostet? 140 Euro. Und ein Kunde von mir, VDS, die haben jetzt ihre Brandschutztage und für die machen wir die Facebook-Seite. Dann haben sie gesagt, Mensch, was soll man da zeigen von dem Kongress? Und sag ich, dann hat der Geschäftsführer gesagt, wow! Zeig mir was, und da habe ich das dabei gehabt. Und dann habe ich gesagt, so was könnten wir doch machen. Dann hat er gleich 8 Brillen bestellt und jetzt auf den Brandschutztagen am Ende des Jahres werden dann viele VDS-Mitarbeiter mit dieser Brille auf dem Kongress rumrennen und live berichten. Also nur als Beispiel, dass man das Zeug eben nicht alles immer so abtun darf, sondern dass man eben sagt, wie könnten wir das einsetzen, wie könnten wir solche Sachen im Handel einsetzen, wie könnten wir das fixen, wie können wir die Dinge, die da sind, ausnutzen. Ich habe einen Eye-Tracker in der Agentur, den wir auch hier an der Hochschule nutzen, der kostet einen Haufen Geld. Natürlich ist das nicht zu vergleichen mit einem Eye-Tracker, mit der Genauigkeit. Aber 140 Euro, geil. Sind Sie ready? Ja, klar. Und dann kommen immer die Antworten, Ihre Branche trifft es nicht, Sie haben das schon immer anders gemacht, Ihre Kunden sind nicht online, Ihre Kunden sind noch nicht online, die Kunden wollen das nicht. Megatrends betreffen uns ja eigentlich alle auch nicht und unser Business braucht noch keine Digitalisierung und meine Kunden sind sowieso B2B und B2B folgt anderen Regeln. Das war das Dümmste, was ich in den letzten Jahren gehört habe. B2B folgt anderen Regeln. Ja klar, der Einkäufer und die zweite Handelsstufe, das sind alles keine Menschen, die handeln alle nur hochrational. Ja, sicher. Also, nehmen Sie die Herausforderungen an. Nichts besteht ewig, weder in der Natur noch im Business. Ins Machen müssen wir kommen. Und dann glaube ich, dass die Karten eben neu gemischt werden. Und mein liebster Begriff von dem Tom Peters ist diese blutige Nase, weil ich muss es einfach probieren. Und so sind wir, mein Kollege der Andreas und ich und meine Tochter, da rangegangen und haben gesagt, okay, wir haben jetzt auch in Seminaren, in Workshops, reden wir immer vom Gleichen. Wir erzählen immer und machen eigentlich genau da die gleiche Nummer. Wie kommt man denn jetzt von Worten zu Taten? Aber diese Vorentwicklung, das, was ich Ihnen jetzt alles erzählt habe, das werden Sie sehen, das braucht man eigentlich alles, weil sonst kann man nicht in das Tun kommen. Also von Worten zu Taten. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben unser Team, der Andreas, die Marina und ich, wir haben uns zum Ziel gesetzt, ein Managementsystem zu entwickeln. Da draußen hängt die alte Version noch. Sie sehen, so lange ist es her, vom letzten Kongress bis jetzt. Das ist die neue Version. Und da haben wir, ich darf mit fremden Federn schmücken, hauptsächlich meine Tochter in ihrer Masterarbeit, 70 aktuelle Readiness-Modelle aus Wissenschaft, internationaler Wissenschaft und internationaler Praxis miteinander verglichen, mit Cluster-Analysen. Und durch axiales Codieren haben wir dann versucht, eben auf neue Dimensionen zu kommen, um dann eben so ein Modell zu entwickeln. Und unser Ziel war die Reduktion auf das Wesentliche. Weil das große Problem bei allen Readiness-Modellen, also denjenigen, den diese Arbeit interessiert, der kann mich gerne anmelden, dann schicke ich ihm diese Arbeit zu, die hat 140 Seiten, ist sehr ausführlich. Aber das Extrakt ist, oder das, was ich Ihnen da mitteilen kann,
viele von diesen Modellen sind so dermaßen hochkomplex, dass das dann von Worten zu Taten einfach verhindert. Ja, das ist einfach zu schwierig, es ist zu, da kann das Sportgeschäft um die Ecke einfach nicht mithalten, als kleines Beispiel. Ja, das ist zu komplex. Also haben wir gesagt, wir müssen es irgendwie reduzieren. Und dieses Reduzieren, Sie sehen, wir haben unterschiedliche Farben entwickelt, unterschiedliche Bereiche. Und ich fange vielleicht mal mit dem in der Zentrum an. Also das Wichtigste ist uns der Kunde. Der Kunde im Zentrum. Aber auch das, ich traue es mich auch nicht mehr sagen, seit ich studiere, sagt man das. Oder seit ich studiert habe, sagt man das. Ja, Customer Centricity, der Kunde im Fokus. Herzenssache, Kunde. Bleh. Jeder sagt es, keiner macht es. Also haben wir gesagt, auch wir versuchen, den Kunden wirklich ins Zentrum zu stellen. Und der graue Kreis, der dann darum geht, da haben wir gesagt, okay, diese graue Ebene, die haben wir dann genannt, das ist die Ebene Business Modell und Management. Ja, also diese Ebene umfasst die klassischen Managementaufgaben. Ihre Grundstruktur hat sich durch die Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft nicht verändert. Wir wollten auch bewusst irgendetwas haben, wo der Marketing-Mensch, der E-Commerce-Mensch, der Handelsmensch andocken kann, weil das Dinge sind, die er kennt. Wohl aber, was sich geändert hat, sind die Anforderungen an die Führungskräfte. Und da sehen wir eben ein großes Problem, weil speziell Führungskräfte sehr, sehr, sehr schwer oder sich schwer dazu motivieren lassen, hier wirklich einen Wandel im Tagesgeschäft einzuläuten. Und diejenigen, die es mutig machen, ich kenne da auch einige, speziell die vom Katalogversendern jetzt umsteigen wollen auf den E-Commerce, weiß ich, wie schwierig das zu handhaben ist und mit wie vielen Problemen solche Dinge von der Führungsriege behaftet sind. Also das sind Sachen wie Analyse, Strategie, Ziele, Planung, also alles Begrifflichkeiten, die eigentlich bekannt sein dürften. Der zweite Bereich, der grüne Bereich, das haben wir genannt, das ist das Handlungsfeld Wert, Angebot und Präsentation, haben wir das genannt. Also da finden Sie Sachen wie Produkt, Dienstleistung und Lösungen. Sie finden die Channels, die Verkaufskanäle, online, offline, das Pricing, die Preise, die Zahlungsarten und die Services. Und unsere Idee ist jetzt, ich zeige es Ihnen nachher gleich, dass wir in diesem Digital Readiness praktisch eine Ist-Situationsbestimmung für die Führungsebene machen, um zu sehen, wie weit in den unterschiedlichen Handlungsfeldern das Unternehmen schon aktiv ist, noch nicht aktiv ist, das vielleicht in der Planung hat oder schon vielleicht sehr, sehr, sehr gut macht. Und speziell, wenn man jetzt den Handel anschaut, dann sind eben gerade die Bereiche Produkt und Dienstleistungen, macht da natürlich extreme Schwierigkeiten, speziell wenn ich jetzt in den E-Commerce einsteigen will. Was heißt denn, welche Produkte, wie wähle ich die Produkte aus? Da muss ich eben sehr, sehr stark an dem sein, was vorhin genannt wurde, an dem Bedarf und an den Insights der Kunden. Verkaufskanäle, schaffe ich es nur noch offline oder muss ich kooperieren oder traue ich es mir zu, in bestimmten Bereichen in den E-Commerce doch noch einzusteigen? Und wie gestaltet sich dann das Pricing? Wie arbeiten wir an dem Pricing? Ein Riesenproblem ist, wenn Sie online marschieren, ist die Preisgeschichte nämlich ein Riesenproblem. Sie haben von Amazon angezettelt das Dynamic Pricing. Sie müssen schauen, dass Sie bei dieser dynamischen Preisgebung mithalten können. Sie müssen das kontrollen können. Dann kommt es darauf an, wo Sie den Shop haben, wie Sie den ausspielen. Dann kommt es darauf an, dass Sie vielleicht unterschiedliche Regionen haben mit unterschiedlichen rechtlichen Situationen, wo Sie etwas verkaufen dürfen, auch inhaltlich. Vorhin habe ich angesprochen den Medizinbereich, da müssen Sie ganz vorsichtig sein, weil da geht es um Gesundheitsprodukte mit Gesundheitsversprechen etc. etc. Das heißt, da tun sich richtige Gräben auf. Und nur wenn ich jetzt, weil ich jetzt in dem grauen Bereich sage, okay, wir entscheiden jetzt strategisch da reinzugehen, muss ich einfach eine Helikopter-View jetzt eingehen und muss, so ist unser Tool aufgebaut, dass wir da sagen, du musst dann praktisch all diese Bereiche durchmarschieren und zu sagen, wie weit sind wir denn schon? Einfach, um auch zu visualisieren und zu sensibilisieren, ob in diesen Bereichen überhaupt gedacht wird. Ja.
auch die in den Vertriebskanälen, die Kanalkonflikte, die sich da auftun, mit dem Verkauf, mit dem Sales und mit den Key-Accountern. Sie glauben gar nicht, was das dann für riesengroße Probleme macht. Wem wird denn dann die Provision zugeschrieben und wie machen wir das und wie können wir das regeln, etc. etc. Und der andere Bereich, der dritte, der blaue Bereich, das zweite Handlungsfeld, wir haben es genannt Infrastruktur und Organisation. Da geht es eben um all die Punkte, Elemente, die eine digitale Transformation überhaupt erst möglich machen. Ja, das heißt, der blaue Bereich bildet damit das Fundament für alle anderen wesentlichen unternehmensinternen Handlungsfelder, die sie aufbauen müssen, wenn sie da einsteigen und die betrieben werden müssen. Und hier fokussieren wir eben auf die Rollen. Welche Rolle hat dann wer im Unternehmen? Welche Verantwortungen im Unternehmen? Und welche Rolle und welche Verantwortung hat dann die Unternehmensführung? Jeder einzelne Mitarbeiter, die Partner und welche technologischen Prozesse sind dazu notwendig? Also dieser blaue Bereich ist ein Riesenbereich, den wir dann in einzelnen Steps eben auch abfragen. Und eines der größten Probleme oder ein großes und wichtiges Problem, das uns momentan da eben auch zu schaffen macht, sind immer die Mitarbeiter. Ja, sagt man zwar nicht gern, aber sie haben ein riesengroßes Problem mit den Mitarbeitern. Ja, sie kriegen die älteren Mitarbeiter, die lange schon dabei sind, wird sehr, 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 sehr schwierig, die älteren Mitarbeiter praktisch zum Mitmachen zu begeistern, dass sie diese Strategien auch implementieren, ein Riesenproblem. Oder sie wissen, so was ich vorhin erzählt habe, sie wissen teilweise gar nicht, wen sollen sie jetzt da eigentlich einstellen und welches Know-how muss der denn dann mitbringen, um diesen E-Commerce dann auch wirklich gut und qualitativ hochwertig mit gutem Service betreiben zu können. Und wie gesagt, diese ganzen Felder sind entstanden, also wir haben sie versucht, ein normales Managementsystem anzulehnen, weil man das kennt, weil das vertraut ist. Und es ist praktisch aus allen Readiness-Modellen, die es gibt, haben wir da, wie gesagt, die Extrakte herausgezogen. Auch dann unten in den Fragestellungen, das heißt, jedes Feld hat dann in dem Fragentool, das es online und offline gibt, eben unterschiedliche Fragestellungen. Und das Ziel soll eben sein, dass eine Führungskraft relativ schnell da durchgehen kann. Also es geht auch nur bis zu einer bestimmten Tiefe, um bestimmte weiße Flecken und weiße Stellen erkennen zu können, um zu sagen, Mensch, da haben wir noch gar nicht dran gedacht, da haben wir noch gar nichts gemacht. Weil eins habe ich jetzt gelernt in den letzten 4, 5 Jahren, sowohl als Berater und als Professor hier an der Hochschule, als auch als Agenturmensch, wenn wir diese Shops bauen. Es ist nicht damit getan, dieses Digital Readiness, speziell für den Handel, es ist nicht damit getan, vielleicht den Vertriebskanal zu ändern und jetzt doch online zu gehen. Stellen Sie sich das vor wie ein Biotop, wie ein Aquarium. Sie tun ein anderes Fischlein rein und schon funktionieren die Pflanzen nicht mehr, weil das Futter ein anderes ist. Und genauso ist es hier. Also alle Felder, die wir hier haben, wirken eigentlich ineinander. Und eigentlich müssen alle Punkte zu Beginn miteinander kombiniert und zumindest strategisch bedacht werden. Und dann kommt das große Handlungsfeld. Wir haben es jetzt Kundenerlebnis genannt und Personas. Das heißt, hier dreht sich alles darum, wie erlebt denn unser Kunde unsere Produkte? Wie können wir ihn ansprechen? Wie sieht die Werbung aus und wie sieht die Kommunikation aus? Und um hier, auch speziell im Handel, darum habe ich vorher so weit ausladend diese ganzen Punkte genannt, die sich noch nicht verändert haben oder die sich noch nicht geändert haben. Sie können einfach, wenn Sie online verkaufen wollen, das folgt einfach anderen Spielregeln, als der Handel bisher kannte. Sie müssen das Online-Marketing beherrschen. Sie müssen Ihre Bedarfsgruppe kennen. Sie können SEO, SEO, Search Engine Optimization, nur dann betreiben, wenn Sie wirklich die Wünsche, die Fragen Ihrer Zielgruppe kennen. Tolles Beispiel mit den Windeln für alte Menschen. Ich muss diese Fragen kennen. Wie fragen die? Welche Fragen stellen die? Welche Probleme haben die? Und ich kann nicht einfach sagen, ja, ich bin der Produktmanager von Windeln, ich setze mich dann hinein. Und deswegen ist es gerade bei Tabuthemen, ist es eben schwierig, das haben wir ja vorhin sehr schön in dem Beispiel gehört, ich muss eben an diese Insights heran. Und das macht natürlich Mühe. Und die Suchmaschinen
beachten das und prüfen das über ihre Algorithmen oder dieses Rank Brain von Google jetzt mit dem Hummingbird zusammen. Sie müssen wirklich wissen, was fragen Ihre Kunden, um das dann auch entsprechend beantworten zu können und entsprechend Lösungen zu geben. Und wie gesagt, in diesem Modell haben wir das versucht. Also der erste Schritt ist, dass man dieses Modell, die Fragen, die Tools, die wir dazu entwickelt haben, können wir dann gerne zukommen lassen, wenn Sie es mal testen wollen, dass man die einfach mal durchspielt. Und dann sieht man automatisiert am Ende, wo stehe ich denn? Und wo habe ich weiße Flecken und wo sind Felder? Um dann wirklich ins Handeln zu kommen. Aber ich brauche erstmal eine Diagnose, wo stehe ich denn heute? Und das große Problem, wirklich glauben Sie mir, das große Problem ist, dass man irgendwo an einer Schraube anfängt und glaubt, jetzt macht man schon Digitalisierung. Aber das Problem ist leider viel komplexer. Und ich kann es eben nur beherrschen, wenn ich einfach von oben drauf schaue. Und wenn ich anfange, wenn ich mich traue, aber wenn ich weiß, das beeinflusst mir alle anderen Felder genauso. Und das muss ich eben mitdenken, sonst denken Sie einfach zu kurz. Also unsere Empfehlung, wo stehen wir? Wo starten wir? Wo sind wir heute schon gut und wo müssen wir letztendlich Gas geben? Und das ist so die Intention, die hier hinter unserem Modell steckt. Und in dem Bereich, in dem Orangenbereich, wenn es um Kundenerlebnis geht, da geht es eben auch dann, dass wir so Kundenchecks machen, dass wir die Customer Journey wirklich begleiten. Und es ist gar nicht so einfach, die Customer Journey herauszubekommen. Ja? Wenn sich die auf ihrem eigenen digitalen Spielfeld bewegen, dann ist es einfach. Da habe ich Tools und kann das nachschauen. Aber gerade wenn sie nicht auf der eigenen digitalen Spielwiese sind, wird es eben sehr, sehr, sehr schwierig, diese Customer Journey zu analysieren. Aber ich muss es analysieren, weil ich brauche die zeitlichen und örtlichen Konzentrationspunkte, wo ich, greift mal wieder die Windel für alte Menschen auf, wo ich muss wissen, wo und an welchen Touchpoints kommen Menschen vorbei, ältere Menschen oder kranke Menschen, die eine Windel benötigen. Und wenn ich das nicht weiß, kann ich mich auch nicht an diese Touchpoints aufstellen. Und ob diese zeitlichen und örtlichen Konzentrationspunkte jetzt online oder offline sind oder gemischt, spielt gar keine Rolle. Aber ich muss sie rausfinden. Und da kennen Sie, da gibt es die unterschiedlichen Modelle, die unterschiedlichen Stufen und dann eben auch an diesen ganzen Stellen, an diesen ganzen Konzentrationspunkten die Beziehungsqualität und die Kundenzufriedenheit. Das ist auch ein Spezialgebiet von meinem Kollegen Andreas Schöler, was wir zusammen eben auch machen, dass wir sagen, wie sind denn auf dieser Reise und an den einzelnen Touchpoints dann eben die Erlebnisse. Wir machen in unserem Modell praktisch einen Expertencheck. Wie gesagt, wer Interesse hat, dem können wir gerne den Link dazu, zu diesem Digital Readiness Check zukommen lassen. Und hinterher werten wir das eben automatisiert aus und Sie bekommen dann eben eine PDF mit den Lücken, wo Sie stehen. Dass das Ganze auch interessant ist oder das Thema Digitalisierung natürlich und von der Servicequalität haben wir hier mit der Barbara Hochbaum, dem TÜV Süd, auch hier sitzen. Danke, dass du da bist. Und auch hier ist der Andreas Schöler eben seit Jahren mit der Frau Hochbaum sehr engagiert, eben auch bei dem Service Management, auch an den Kontaktpunkten, die Servicequalität auch wirklich zu messen. Und das war eine schöne Aufgabe, den Kriterienkatalog, den der TÜV Süd ja sehr, sehr, sehr erfolgreich seit Jahren benutzt. Aber man sieht, dass auch der TÜV Süd natürlich innovativ ist. Und dass das gar nichts jetzt vielleicht mit dem Handel zu tun hat, aber dass man eben auch gerade bei den Prüfkriterien diese Schritte gehen muss, ob wir gut sind in der Digitalisierung. Und deswegen, wir können ja die Frau Hochbaum nachher ansprechen, dass man eben sagt, naja, wo müssen denn diese Servicekriterien, die geprüft werden vom TÜV Süd, Firmen, die da geprüft werden, das sieht man da schon, die sind ja bis jetzt immer die Kriterien, die wir alle kennen, aber die Welt entwickelt sich so schnell und so schnell weiter, dass natürlich auch die Prüfkriterien heute andere sind. Ein paar Sachen hat der Andreas hier rein, er hätte es auch vertiefender jetzt vielleicht erklären können als ich, weil er mit den kompletten Kriterienkatalog auch entwickelt hat. Aber es geht eben um diese Servicequalität eben an den Touchpoints und dass man eben prüfen kann oder die Firmen, die sich prüfen lassen, dass wir oder dass der TÜV Süd eben auch nachsieht, macht ihr diese digitalen Herausforderungen schon wirklich, wie gut habt ihr euch da eben aufgestellt.
Ja, also das Unternehmen hat für alle Mitarbeiter Verhaltensleitlinien zum Umgang mit unternehmensbezogenen Themen in sozialen Medien definiert. Ist das wirklich so? Sind die definiert? Nein, sind eben in vielen Fällen nicht definiert. Und das betrifft sogar sowohl die firmeneigenen Kanäle als eben auch die Kanäle, die extern zur Verfügung stehen. Und deswegen ist es eben wichtig, diese Customer Touchpoints zu kennen. Ja, nächster Punkt, was noch, wo wir das auch sehen, dass wie wichtig dieses Digital Readiness, das zu prüfen ist, auch ein Kunde von uns, VDS, die haben zum Beispiel nach demselben Schema, und mit denen werden wir jetzt in den Punkten vielleicht auch kooperieren, das Thema Cyber Security, ein riesen Thema, jetzt sprich auch mit den Sachen, was mit dem Hacking zu tun hat. Und unsere Idee von diesem Digital Readiness Modell ist, nach Durchgehen dieses Modells, nach Durchspielen und Beantwortung der Fragen, können wir die weißen Flecken aufzeigen, ich weiß, ich bin gleich fertig, können wir die weißen Flecken aufzeigen und können dann Workshops anbieten, in die wir dann eben auch Spezialisten holen, die zum Beispiel in dem Thema Cyber Security viel weiter sind als wir. Und da sind natürlich alle recht herzlich eingeladen, die sagen, wir sind hier in diesem Pizza-Segment, sind wir Leute, die sich da auskennen. Der Digital Readiness Check, ich gebe dem Michael dann den Link, den können Sie durchführen, online wie offline, und kriegen dann hinterher gleich automatisierte Auswertung. Wir haben es dann mit der 4P Group, auch hier an der Hochschule, so gemacht, dass dann, wenn wir die weißen Flecken herausgefunden haben, haben wir im ersten Schritt dann ein sogenanntes World Café gemacht mit den Teilnehmern von diesem Tagesworkshop und haben dann an unterschiedlichen Tischen, die eben benannt waren, wie unsere Modellfarben und Flächen und Segmente. Da gab es dann eben die Ebene Business Modell und Management, und dann wurden dann eben heterogen von Leuten, die aus ganz, ganz unterschiedlichen Firmen kommen, diese Fragen beantwortet. Also wo sind die größten Herausforderungen? Was glauben Sie, was sind im Bereich die Erfolgsfaktoren? Was machen Sie bis jetzt schon? Etc. Und so haben wir dieses in der Methodik dieses World Cafés über einen ganzen Tag mit, glaube ich, waren 15 und 20 Teilnehmern, alle Führungskräfte aus unterschiedlichen Branchen, haben wir das dann eben durchgespielt und haben somit praktisch den ersten Anstoß gemacht. Der nächste Schritt ist dann eben nach so einem Eintages-Workshop, den man auch eben auch in-house machen kann, dass man dann sagt, okay, wir haben ausgemacht, wir haben hier im Handlungsfeld Personas und Kundenerlebnis ein riesengroßes Manko, da müssen wir was tun, das haben wir jetzt erarbeitet, und dann kann ich speziell in dieses Segment vielleicht in einem nächsten Workshop und in einer Beratung reingehen und mir in einem bestimmten Feld, jetzt habe ich zufällig das, da bin ich natürlich der Spezialist, aber wenn ich jetzt zu Cyber Security gehe, gibt es natürlich Leute, die das ganz anders und viel besser können. Und das ist, wie gesagt, das ist so die Idee, die wir haben. Digitale Transformation, wie gesagt, gibt es schon immer. Und ich glaube, das Nächste sollte jetzt sein, wirklich so ins Tun zu kommen. Wir haben gesehen, dass unsere Methodik recht interessant ist. Wir werden es jetzt auch im Handel, haben wir Leute, die das jetzt wahrscheinlich übernehmen werden. Sie werden es auch an einer geeigneten Stelle, vielleicht nächstes Jahr im Januar wird es wieder auftauchen, Ende Januar. Wäre schön, wenn das klappen würde. Ich darf noch, will noch nichts sagen, weil soll nicht den Tag vor dem Abend loben, und wir wollen das jetzt immer mehr perfektionieren, der Andreas und ich. Dazu brauchen wir auch viele Daten, viele Leute, die mitmachen, damit wir dann auch das validieren können. Ja, wir wollen also hin zu etwas, und das steht gegenüber von weg von. Und meine Hand-on-Tipps, und da bin gleich fertig, eine Minute, meine Hand-on-Tipps sind: keine Angst, einfach mal anfangen und endlich aufhören, von Digitalisierung zu reden, sondern sich einfach mal hinzusetzen und zu sagen, morgen fangen wir an. Ob unser Tool das Hilfetool schlechthin ist, weiß ich nicht. Es ist einfach mal von uns Professoren der Hochschule für angewandtes Management und von Andreas und mir, von unseren beiden Firmen, aus dem, was wir erlebt haben, ein Versuch, von dem ewigen Reden in das Tun zu kommen, die Ärmel hochzukrempeln, und zu sagen, wir brauchen ein pragmatisches Tool, wo wir innerhalb von einem Tag über diesen Test mal rausfinden, wo krankt es überhaupt, eine Diagnose zu machen, so wie es der Schneewind immer erzählt hat. Das heißt, wir machen erst die Diagnose, dann kennen wir den Ist-Zustand, dann erarbeiten wir in einem weiteren Workshop, das soll, wo wollen wir eigentlich hingehen, da haben wir unterschiedliche Methoden,
Dieses Weltcafé war nur eine Methode, die wir da einsetzen. Und dann gezielt in die Felder, wo wir noch ein bisschen hinterherhinken oder gerade hinterherhinken, dass wir uns da vielleicht noch dann notwendige Spezialisten ins Boot holen. Also wir haben nicht, wir maßen uns das nicht an, in dem Bereich zum Beispiel Logistik dann hier groß federführend Leuten irgendetwas zu empfehlen. Das wäre auch lächerlich, weil dann die Leute, die das machen, auch nicht gute Hilfe bekommen. Ja, Readiness checken. Checken Sie die Readiness vielleicht mit unserem Tool. Passen Sie auf dabei, wenn Sie dann loslegen. Das Ganze ist wirklich so ein Biotop, wo alles miteinander zusammenhängt. Und vergessen Sie keins von diesen Pizzastückchen. Und lügen Sie sich selber nicht in die Tasche. Das ist das Schlimmste, was Sie machen können. Also so ein Tool muss man dann ehrlich machen. Und zerstören Sie auch, wenn es notwendig ist, irgendwelche Bereiche, um zu sagen, das geht einfach nicht mehr, das können wir nicht mehr mitziehen, wir müssen weiter, weiter, weiter. Bauen Sie Neues auf, erfinden Sie sich neu, versuchen Sie kreativ zu sein, trennen Sie sich von den Bewahrern in Ihrer Firma, und die hören sowieso auf in 2-3 Jahren, dann gehen die in die Rente. Vielleicht ging es schon früher raus, dass die Jungen nachrücken können, die Studenten, die ewigen Bergstudenten. Und hüten Sie sich vor den Ewiggestrigen, die sagen, das wird ja gar nichts. Und haben Sie Mut, Prototypen zu nutzen. Also mein bester Tipp, den ich Ihnen heute mitgeben kann, bauen Sie Prototypen, beginnen Sie was und ja, holen Sie sich, ich sage das immer wieder, holen Sie, weil ich das so geil finde von dem Peters, holen Sie sich eine blutige Nase. Ja, ich werde irgendwo anecken, aber nur damit lerne ich und nur damit werde ich die nächsten Punkte schaffen. Ja gut, jetzt bin ich 5 Minuten über der Zeit, sorry. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen was erzählen können zu diesem Thema. Wenn Sie Lust haben, können Sie gerne unser Tool mal ausprobieren. Oder ja, Sie können auch Workshops bei mir und beim Andreas buchen und natürlich bei meiner Tochter. Und genau, also diese 72 Modelle, ich sage es jetzt hier nochmal, weil ja da die Videokamera läuft, hat meine liebe Tochter über ein halbes Jahr lang gescannt und ausgewertet, international. Marina, ich habe es erzählt, dass es von dir ist, und ich schmück mich nicht mit fremden Federn. Dankeschön.